Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind direkt in einer Runde drin. Eigentlich hatte ich nicht geplant, dass ich diese Runde schaffe. Eigentlich wollte ich nur Wunschkugeln farmen. Aber wir schaffen diesen Thronsaal auf unplatzbar. Wir sind aktuell in Runde 74. Ich habe alles gemaxt, was ich maxen konnte. Wirklich viel habe ich sonst hier nicht drin. Ich könnte den hier noch hinsetzen. Und sonst bin ich tatsächlich fast das Maximum. Ich habe noch 20.000 Gold. Leider kann ich super abhängig auf Sonnengott aufstufen, weil ich entsprechend Level 7 dafür erstmal brauche. Aber bringt mir also aktuell noch nicht viel. Wir haben sogar noch 22.000 Gold, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel ich das nutzen soll. Bin ich hier mal raus? Oh, da kommt der Bad. Da kommt der Bad. Da sehen wir ihn. Aber was machen wir dagegen? Was machen wir dagegen, Leute? Was machen wir dagegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kommen wir da noch? Oh, oh, das ist aber noch wichtig. Ja, klar. Das ist natürlich noch sehr wichtig. So, wir könnten den hier und einen zweiten Charakter als Flame Princess auswählen. Und schauen wir mal. Der hat einfach mal 76.000 Damage gemacht. Sie ist bei 46.000. Ich hoffe, es reicht. Der Bad macht schon viel Schaden. Wir können Poptimierung machen. Wir können so ein Gelee-Bohnen. Wir können ihn quetschen. Wir können dafür sorgen, dass er, sobald er raus ist, mal verlangsamt wird durch den Ninja. Ninja. Und wir machen trotzdem weiterhin Damage mit ihm. Oder kann ich ihn ranziehen? Ja, kann ich. Nice. Oh, ein Moment. Formwandeln. Die ganzen paar Pipopo nicht so schlecht. Easy going. Wir haben auf jeden Fall ihn gekillt. Der muss ja sowieso noch einmal eine Runde laufen. Einmal festhalten und Poptimierung und was gibt's ja sonst noch so. Wir können den Gelee-Strahl machen und dann zack und dann machen wir Damage, 91.000 Damage und wir kriegen hier nochmal ein paar Wunschkugeln und dann haben wir diese Mission abgeschlossen auf unplatzbar Runde 75 Brogans und kriegen eine Diamantkiste dafür. Nice, 160 Gold, leider nur eine blaue Kugel, das ist schade. Aber wichtig ist, wie viele kriegen wir danach? Ich habe auf jeden Fall gesehen, ich habe mindestens eine lila, ne? Wir haben insgesamt 20 Wunschkugeln. What? Das ist so krank, ey. Maya. Maya betrachtet die Bloons als eine direkte Bedrohung ihrer Macht und wird alles unternehmen, um sie aufzuhalten. Der Zauberangriff geht mit Leichtigkeit durch Bloons hindurch oder Pinguinschale. Oh, oh. Oh, wow, wow, ist das gut. Krank. Ah, nee, Schaden plus 1 für Dinge ist okay. Alles klar, behalten wir auf jeden Fall. Wir haben einfach mal 20 davon. Noch ein paar Lieder, ne? Ah, okay, ich werde ein paar Mal diese Mission auf dem Platz abfahren, Leute. Oh, den Zaubertab fand ich gut. Weil dann kann ich nämlich eine Einheit überall hinsetzen. Ah, nee, Wasser, okay. Wir haben noch BMOs Skateboard. Verschiebt den Ausrüstungscharakter an eine beliebige Stelle auf der Karte. Ist auch nicht verkehrt. Ist ganz cool für schwierige Missionen, wo einfach die Map sehr groß ist. Pfeile explodieren, wenn sie zerstört werden. Uff. Oh. Wow, okay. Ne, tatsächlich würde mir das hier mehr gefallen als die Kunas, die Eiskunas. Dann würde ich natürlich gerne noch dieses eine Item mitnehmen, wo ich einen Pfeil mehr kriege. Nochmal Lieder? Na klar, warum nicht? Also ich kann nicht denken, dass ich jetzt einfach mal die ganzen, das Ding einfach gnadenlos abfarmen werde. Verursacht eine Stromexplosion, die mit einer Chance von 20% Bloons 3 Sekunden lang zu betäuben. Wer ist das? Uff. Hohoho. Wow. Und was ist der verfluchte Eisring? Plus 4 Reichweite und plus 15% Angriffsfähigkeit in der Nähe eines männlichen Charakters. Wenn er in der Nähe des Eiskönigs erhält, er diesen ebenfalls den Effekt. Alter, was sind denn das für Items? Boah, das ist ja krank. Ich habe natürlich mit PB jetzt schon diesen Flammenwerfer. Aber ich meine, Schaden plus 2 und nochmal plus 1, die 3 Sterne ist schon krank, oder? Und plus 10%, das ist einfach zu gut, Leute. Tatsächlich, die kann ich nicht wegmachen. Das ist einfach, die Stats sind einfach viel zu hoch. Nochmal lila? Jetzt kriegen wir blau. Okay, blau machen wir auch noch auf. Ich denke, grün werde ich nicht mehr aufmachen. Psychospielchen, Upgrade und Reichweite als weiblichen Charakter ausgenommen Verbündete. Aha, finde ich cool. Ja. Was es hier für Synergien gibt, ist ja voll nice. Okay, die Grünen, die restlichen werden wir alle aufknacken. Ist okay. Alter, das ist eine Mission gewesen, Leute.
Ey, ich hab doch auf Dings gedrückt. Ah, Brudi, das ist ja heftig, Mann. Ja, ich werde jetzt tatsächlich, wir haben auf jeden Fall einen. Ach, das hier ist schwierig, würde ich tatsächlich sogar behaupten. Da bin ich mir aber unsicher. Wir haben Achievements bekommen. Zerplatze 100 BFB. Und zerplatze einen Bad. Gibt es 3 kosmische Essenzen. Mega gut. Gibt es noch ein paar BFBs killen? Nee, wa? So viele gibt es hier gar nicht mehr. Auf 100 upgrades hier einen anderen Charakter auf vorne. Also Faustbruder im Prinzip. 100 Blut, 100.000 Blut mit Hilfe von. Ja, okay, das ist easy, easy, easy. So. Krass, ohne Scheiß. Holy, ist das heftig. Lass doch PB gleich mal die Waffe geben. Was hat sie bisher? Durchschlagskraft dazu. Es ist halt nicht so, also ich muss tatsächlich sagen, die Waffe ist deutlich besser. Diese Schusswaffe. Das ist doch krass. Einfach mal zwei, plus 2 Schaden, plus 1 für die 3 Sternstufe. Sie ist Stufe 4, also noch 2 Stufen, dann würde sie nochmal einen dicken Buff kriegen. Heftig. So, haben wir hier sonst noch irgendwas, was man nutzen könnte? Ach ja, doch, ich wollte für... Erstmal wollte ich Dings wieder rausnehmen. Und mein C4 Charlie, hätte ich nur für eine Mission reingenommen. Dafür Captain Cassie oder Eiskönig? Ah, Eiskönig. Dafür nehmen wir jetzt bei ihm noch die Explosionspfeile mit. Unes können wir austauschen. Und jetzt hätte ich ganz gerne noch dieses eine Upgrade... Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Dieses eine Item, dass wir ein Dings mehr schmeißen. Ein Pfeil, aber ich glaube, das war eher blau gewesen. Da müsste ja eins hier davon irgendwo sein. Oder war es lila? Oder ich glaube, das war sogar golden gewesen. Ne? Hier vielleicht. Ah ja, ich habe es auf jeden Fall noch nicht. Ja, stand, wirft maximal einen weiteren Pfeil in den Angriff. Ist natürlich schon, wäre natürlich schon ganz cool. Aber wir haben ja natürlich diese Upgrades auch noch. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, tatsächlich wollte ich nur ganz kurz das hier machen. Ich werde tatsächlich öfters jetzt die Mission abfahren, weil ich den um Platz bei jetzt hinkriege tatsächlich. Ist nicht ganz so einfach, die DTs zu killen. Aber ich werde diese Mission immer und immer wieder abfahren und immer wieder 20 Wunschkugeln mitnehmen. Was wir an Items kriegen, das werden wir natürlich dann irgendwann mal herausfinden, wenn ich meine Units upgrade. Ich glaube, hier ist sogar Stein des uralten Wissens zum Kauf ready, ne? Ne, okay. Teufelsmonsterboss ist schwierig und Vorpalhand auch schwierig. Also ich hätte überlegt, eins von beiden zu kaufen, aber da dachte ich mir so, ne, es sieht nicht so geil aus. Hat der Jade noch eine bessere Waffe, frage ich mich gerade. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Meine lieben Freunde, also wir machen auf jeden Fall gleich weiter in dem nächsten. Wir sind erst bei 8 Minuten. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen farmen. Wollte ich nur machen, um euch einfach zu zeigen, dass ich diese Plasma-Mission gemacht habe. Und mit welcher To-Aufstellung. Und ich werde sie jetzt easy abfarmen und wahrscheinlich beim nächsten Mal alle Items haben, die es wahrscheinlich geben kann. Mal schauen. Und auf jeden Fall genügend Scherben, um uns wahrscheinlich 2, 3 Kugeln zu kaufen. Ja? Easy going. Wir sehen uns, Leute. Bis gleich. So, da sind wir bei einem neuen Tag. Immer noch derselbe Part. Und ich habe in Tag 30 eine legendäre Wunschkugel. Eine epische? Legendär war, glaube ich, das andere. Diese Wunschkugel hat eine orange. Und dann geht es wieder so ein bisschen so. Das heißt, wir gucken uns die einfach mal an. Diese tolle Wunschkugel, die knacken wir mal auf. Eine epische. 3 goldene. Worpelhand, das hatte ich schon, ne? Genau, das heißt, letztes Mal hätte ich theoretisch kaufen können. Finch-Schwert. Aktivierte Fähigkeit erschafft vorübergehend ein Finn-Double aus einer alternativen Zeitlinie. Geschwindigkeit plus 40% und plus 5% je 2 Sternstufen. Das ist schon krass. Und ich glaube, maximal 10 oder 12 Stufen kann man haben. Ne? Also maximal 5, also 65 oder 70% Geschwindigkeit. Echt heftig. Und Bubblegums Haar. Alle Angriffe bedecken die Blumen mit klebrigen, verlangsamen Kaugummi, wenn sie sich in Reichweite auf BB befinden. Das ist aber auch gut. Oh, wieder eine schwere. Also, das nehmen wir nicht mit. Ich finde das nicht so geil. Also, es ist stark, muss man sagen, dass sie Bleiblunz zerplatzen lassen können und Keramik und verstärken Blunz plus 5 Schaden machen. Ist nicht schlecht, muss man sagen, tatsächlich. Aber tatsächlich gefällt es mir nicht ganz so sehr. Das Finn-Schwert ist mit der Geschwindigkeit schon krass. Muss man allerdings auch sagen, Finn ist im Late-Game nicht so gut. Es bringt uns also nicht so viel. Bubblegums Haar ist auch nicht so. Eigentlich gefällt mir das tatsächlich auch nicht so saftig.
Mehr Geschwindigkeit wäre schon cool, aber wir werden sie neu auswürfeln, die Beute. Und wir kriegen einmal Dr. Affes Geheimwaffe. Super Fans, die zur Verwandlung in den Sonnengott benötigt werden, kosten 50% weniger. Wir haben plus 12 Reichweite, plus 2 Charme, plus 4 Durchschlagskraft. Und der Kristall, den hatte ich auch schon mal, ne? Ja, und den Antitanstaub erfüllt die Luft mit Antitan, wurde ich 23 genommen. Oh, ich werde den Dr. Affes Geheimwaffe mitnehmen, selbstverständlich, der ist für den Superaffen. Ich hatte dem Superaffen allerdings vor kurzem aber auch eine andere Waffe ausgerüstet, bin ich der Meinung. Aber lass uns das doch nochmal angucken. Ach, die war das gewesen mit dem Speed, ja. Ja, das ist gut, tatsächlich, ja, das ist die, aber wir werden trotzdem diese Waffe mitnehmen, weil die macht meine, die macht auch noch, oh, Geschwindigkeit macht die gar nicht, interessant. Aber sie macht mega viel Reichweite, mega viel Schaden, wirklich mega viel Schaden. Hat ja schon 3 Sterne. Oh, lecker. Okay, wir legen sie erstmal an. Guckt euch diese Delikatesse an von einfach mal 3 Schaden dazu insgesamt plus insgesamt 5 Durchschlagskraft und hier haben wir, ich glaube, 4 Sterne, 4 hatten wir, 12 Reichweite und die Superfancy zur Verwandlung kosten 50% weniger. Das heißt, sollte ich irgendwann mal Level 7 sein, ich glaube, das hier, ja, brauche ich Level 7 dafür. Absolut final super verwandelt sie für kurze Zeit in den allmächtigen Sonnengott. Hey, müsste ich dann nicht aber, Moment. Superfans, also das heißt, die ersten 4 müssen theoretisch 50% weniger kosten. Es kostet nämlich, die kosten 1000 pro Stück. Ja, 1000. Das heißt, theoretisch müssen die 500 kosten, ne? Und 40.000 ist tatsächlich auch nicht so viel. Wow, ist das krass. Ist das crazy. Nice, nice neue Waffe, Leute. Wie ich ja gestern auch schon, wie ich ja im letzten Teil dieses Parts auch schon sagte, werde ich ein bisschen diese eine Mission da abfarmen. Habe ich auch getan und habe dafür tatsächlich schon Achievement bekommen und zwar 10.000 Keramiks platzen lassen. Ah, easy going. Was haben wir hier noch? Ah, die Marsspiele wahrscheinlich wieder. Widerlich. Geh weg. Leg nicht. Und wir können uns ja, kennt, das mache ich meistens immer ohne euch. Die Quests machen wir. Zerplatze 500 mit Schildbloons. Was haben wir hier noch? Gewinne eine, öffne 5 Wunschkugeln machen wir mal, weil wir durch das Sterben von Flame Princess das sowieso hinkriegen. Unplatzbar müsste ich spielen. Ne, unplatzbar ist ja das, was ich. Ne, das schaffe ich nicht. Gib mal. Will ich aber das für 3 machen? Weiß ich gar nicht. Egal, leck mich. Ja, sehr gut. Nimm mal das mit. Was soll der Geiz, wa? 3 Spiele in Feuerkönigreich. Finde ich jetzt aber nicht so schön. Aber wir machen es, weil wir einfach dafür eine Goldkiste kriegen. Ohne neue Reroll zu müssen. Und diese Mission werde ich jetzt wie sonst auch immer absolvieren. Und dann entsprechend die Belohnungen bekommen. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Moment, Moment. Wir können in den täglichen Angebot reingucken. Was gibt's hier heute? Ein Modellflugzeug. Ein kleines Flugzeug fliegt um die ausgerüsteten Charaktere herum und feuert Pfeile auf Bloons. Kann ich mir mal den Skillbaum angucken? Kann ich leider nicht. Schade. Für 300 ist mir das echt zu teuer. Susenstark habe ich schon. Zuckersamen. Halt. Oh, das ist aber auch interessant. Halt ihn da unter 3 verlorene Leben. Auch cool. So ein Plasma natürlich egal. Gut, also hier leider keine tollen Angebote beim nächsten Teil dieses Parts bestimmt, aber schon. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, dann ziehen wir uns noch ein paar Minütchen rein von der restlichen Folge. Ich bin mittlerweile Level 38 gewonnen, habe 5200 Scherben, 3 Achievements wieder fertig, kaufe ein Upgrade der anderen Charakter erfordern, zerstöre 500 BFBs und zerstöre 100.000 Munition von Superaffen. Weil der Superaffe nämlich unendlich overpowered geworden ist, seit dem letzten Teil. Denn ich habe ihm nämlich eine neue Waffe gegeben, die ich bekommen habe. Und diese Waffe lautet Dr. Affes Geheimwaffe. Haben wir die zusammen gemacht? Weiß ich gar nicht genau. Bin ich mir gerade unsicher. Auf jeden Fall macht er, ich glaube, wir haben es zusammen gemacht, macht jetzt 3 Schaden mehr. Und er kriegt in einer Unplatzmission über 200.000 Schaden hin. Was ich noch ganz cool fände, wenn wir ein Item hätten. Ich hab mir auch noch sowas angelegt, was ist das? Ah ja, wir kriegen plus 1 Schaden, wenn wir in der Reichweite von PB sind. Ja, mega gut. Und was haben wir hier noch? Schaden plus 1, okay, er macht ultra viel Damage. Ich würde tatsächlich gucken, ob wir dann ein Item haben. Was haben wir hier? Einen großen roten Knopf, erhöht den Explosionsradius. Wo wir Tarnbloons sehen können. Plus 6 Reichtum, plus 5 in der Nähe eines verbündeten Charakters, ausgenommen Verbündete. Ja,
Aber ich glaube, ich habe so ein Item noch nicht, nein. Wo wir Tarnblut sehen können. Dann könnten wir alles zerstören mit ihm. Aber tatsächlich würde ich mir gerne das hier anlegen. Plus 6 Reichweite und plus 15% Angst in der Nähe eines weiblichen Charakters. Wir sind ja sowieso in der Nähe von PB. Ja. Deswegen. Und ich habe hier noch einen Verbündeten bekommen. Eine Geistprinzessin. Die Blumen sind zwar vielleicht nicht am Tod der Geistprinzessin schuld, aber sie rächt sich trotzdem an ihn. Fliegt und verfolgt Blumen. Oh, fliegt, das ist auch nice. Was haben wir hier noch? Ja, viel schneller fliegen. Und nimmt Drache der Lebendigen mit deutlich erhöhter Angriffsgeschwindigkeit, okay? Genau, das habe ich ihm gegeben. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht großartig irgendwas. Green Preview habe ich auch noch. Sehr interessant. Ja, ansonsten, ich habe hier immer wieder jetzt, seitdem ich den Start der Gedankenkontrolle habe, immer wieder die Stab der Gedankenkanone. Die Tigerkralle finde ich auch nicht so verkehrt, aber für 125, weiß ich nicht, ich glaube, das kriege ich auch woanders. Plus 2 Schaden bei allen Nahkampfangriffen sowie weiter einem, wenn alle 3 Zauberkräfte ausgerüstet sind. Also ich würde das wahrscheinlich eher Finn geben, wenn ich es mal kriegen sollte. Das ist halt ein Gegenstand. Dann lass uns doch noch eine Extrem-Mission machen. Wir hatten nämlich mit Extrem-Fortwand schwer, machen wir jetzt nämlich nicht mehr, weil schwer ist irgendwie doof. Aber wir können ja mal, hier haben wir sogar schon, oder machen wir hier umplatzbar. Lass mal lieber hier umplatzbar machen, würde ich sagen. Da habe ich ja mehr Bock drauf. Sollten wir eigentlich auch easy hinkriegen. Hoffe ich. Und dann kriegen wir diese Kiste. Yay. Unplatzbar. Let's go. Nö. So, wir werden einmal Jake hier hinsetzen. Packen ihn hier hin wegen der Falle. Ja, dass die Falle immer hier vorne ist. So. Und dann ziehen wir uns das rein hier. Ja. Ich denke, wir werden uns gegen Ende der Folge wiedersehen. Gegen Ende der Runde wiedersehen. Sollte tatsächlich nicht allzu schwer sein. Ich glaube, sie laufen. Ich glaube, sie laufen zweimal rum, ne? Ich bin der Meinung, sie laufen zweimal rum. Wir werden natürlich nur hoffen, dass sie nach einmal direkt schon down sind. Das werden wir sicherlich hinkriegen. Die DDT sind tatsächlich nur das Problem. Aber das werden wir schaffen, Leute. So, da sind wir kurz vor Rundenende. Jetzt haben wir noch die zwei, die problematischen DDTs. Ja, die zwei Wehr-DDTs. Bei dem gekillt. Jetzt brauche ich halt dieses Enttarn noch für die 75. Runde, für den BFB, wenn da die zwei DDTs rauskommen. Weil ich habe echt gesagt, ich kenne auch die ein oder zwei Mal rumlaufen. Ich will es auch gar nicht ausprobieren, muss ich gestehen. Lassen wir uns einfach nicht überraschen. Moment, ich habe auch noch DDTs. Ich habe auch noch DDTs, aber ist egal, ich habe alle Fähigkeiten mehr ready. 20.000 Gold noch ready, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Auf die 40.000 warten für den Sonnentempel. Er hat schon 141.000 Damage, obwohl er fast ganz hinten steht. Ja, okay. Er macht den meisten Damage, weil er wirklich viel Zeit hat, bis die da irgendwo mal reinkommen. Bevor man hier mal angreifen kann. Marceline macht zu ganze 3 Damage, während er einfach mal 100 macht. Jelly-Kanone! Ruf zu den Dingensen und Pops-Count Dingensen und kaputt machen. Bam, zack, die, bam, boom. Piu! Das wäre ja noch einfacher gewesen als das andere. Witzig. Okay. Easy! Und Platzbarkiste, 200 Gold, 4 Edelsteine, 5 Fanfictions, eine super seltene Wunschkugel, eine Kraft und 165 Erfahrungen, die wir uns hier mitnehmen werden. Entfesselt die mächtige Pilzbombe, tödlich für Blutens, aber auch für Helden schädlich. So, dann können wir uns doch die hier mitnehmen. Dann haben wir ja das erste, aber wahrscheinlich sind das immer die ersten, die man auf Unplatzbar fertig hat. Vielleicht eine epische, legendäre Wunschkugel. 300 Gold, 15 Edelsteine, nochmal 12 Bananen. 150 Scherben. Eine epische eine legendäre Wunschkugel. Eine Kraft. Nice. Eine gute Entlohnung. Ding, ding, ding. 3 goldene. Die Streberbrille. Die werden wir wahrscheinlich mitnehmen. Ich kenne die noch. Zeitbombe.
Bloons, die von Explosion getroffen werden, haben eine Chance, nur 30% 3 Sekunden in die Vergangenheit versetzt zu werden. Okay. Und Gamma, der Edelstein, erhöht die Anzahl von Charakteren, die durch Upgrades und Fähigkeiten gespawnt werden. Gewährt plus 20% Angstgeschwindigkeit, wird während PB ausgerüstet. Und plus 3 Schaden, wenn sich Marcel in der Nähe befindet und Karl den Edelstein ausgerüstet hat. Wir nehmen die Streberbrille mit. Dann wird der Superaffe sich reinziehen. Damit er nämlich auch Tarns kaputt machen kann. Er kann nämlich alles kaputt machen. So, können wir hier was mitnehmen? Anti-Tarnstaub. Erfüllt die Luft mit Anti-Tarnstaub, wodurch Tarn 20 Sekunden lang vom Bleiblutz entfernt wird. Oder das Feuerschwert. 4 Sekunden lang plus 1 Feuerschaden pro Sekunde lässt Bleiblutz und gefrorene, eingefrorene Bloons platzen. Das kann das nur, ja. Das kann jeder tragen, okay. Ich würde es wahrscheinlich einmal rerollen wollen. Mit der Hoffnung auf Gold. Leider nein. Aber ein juwelenbesetzte Kabasa. Charakteren Reichweite und plus 3 Durchschlagskraft lässt einmal pro Runde einen Edelstein fallen, der gegen 50 Dollar eingesammelt werden kann. Mhm. Mhm, okay. Ja, nehmen wir mit. Aber wahrscheinlich für Jake und Marcelin. Mal gucken. Ob die gut sind. Blau. Oh, sogar noch eine. Oh, die habe ich ja droppen lassen scheinbar. Goldie. Cobra, Verbündete. Ein spezieller Agent der MIB, der jegliches Mittel nutzen wird, um die Bedrohung durch die Bloons zu neutralisieren. Er kann seine Kontakte nutzen, um Nachschubabwürfe aus Geld und Leben anzufordern. Das ist aber geil. Affenlehrling. Und die Dinger. Nehmen wir die Cobra mit, wa? Wer kann es mitnehmen? Okay. Let's go. Nice. Nochmal eine super Seite. Ja, blau nehme ich auch noch mit. Ist okay. Ab grün verschredder ich alles. Gehirnfutter. Abgeht zu 5% günstiger Eisstab, wenn vom Eiskönig angelegt. Und Zwischis Stab schafft 10% jeden Blumen bis zu einem Moab, der getroffen wird, an den Start der Strecke zu teleportieren. Nehmen wir Eisstab mit. Für den Eiskönig, glaube ich, ganz gut. Nochmal blau? Ja, schade. Der Rest wird alles zerknackt. Und die Shards werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge ausgeben. Erst einmal müssen wir unsere Charaktere noch ausrüsten, ausstatten. Weg damit. Dann einmal die Brille anlegen. Sehr schön. Und... ihm geben wir noch die Cobra. Ich bin gespannt, was der macht. Schadensart Schar, 50 Reichweite, und der macht auch sogar Schaden. Er generiert Geld und Leben. Affenenergie. Aha. Das sieht aber auch interessant. Muss man gleich mal probieren, das Ding. Sehr hübsch, habe ich nicht nochmal was bekommen? Den Eisstab für den Eiskönig. So, mach die Kacke mal weg hier. Und noch ein bisschen mehr Range dazu bekommen. Jetzt hat er eine Range von 37. Sehr hübsch. Und wir haben natürlich hier auch neues CG. Machen wir mal in der nächsten Folge. Wir machen auf jeden Fall gleich noch eine Folge. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, lieber meine lieben Freunde. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.